Hey, hier darf man 100 fahren und es gibt sogar eine scharfe Kurve. Yes. Ja, und das konnte ich letztes Mal mit meinem Kumpel leider nicht machen. Er fährt ja nicht schneller als 85, 90 hier mit seiner 125er. Aber das ist herrlich. Pustet hier zwar an der Küste noch doppelt so viel wie bei uns in Bremen. Na guck mal, nichts runter auf 70. Darf man tatsächlich hier 100 fahren, ey. Geil. Jo, das liebe ich ja. Jo. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von BMIK. Ja, Freunde, ich wollte mal ein kleines Update geben. Ich habe nämlich gestern Freitag den Anruf von meinem Fahrlehrer endlich bekommen, der Anfang der Woche schon angekündigt hatte, dass ich Ende der Woche meinen Termin für die Prüfung kriege. Und tatsächlich, ich habe meinen Termin bekommen. Jo. Am 23. mache ich die Fahrstunde vorher, einen Tag vorher. Wie beim letzten Mal auch, einen Tag vorher ist besser als direkt vor der Prüfung. Weil sonst bist du dann bei der Prüfung unkonzentriert. Wie gesagt, dann fahre ich lieber einen Tag vorher, mache die Fahrstunde. Und nächsten Tag mache ich die Prüfung. Ja, also 23. Fahrstunde mittags und am 24. habe ich dann um 13.40 Uhr die Prüfung. Freue ich mich schon voll drauf. Tja, meine Maschine soll ja dann diese Woche, 33. Kalenderwoche, also 34. Kalenderwoche habe ich Prüfung und jetzt ist nächste Woche ist die 33. Kalenderwoche und da soll mein Motorrad ja geliefert werden. Wenn es pünktlich kommt und die das alles klar kriegen mit dem Anbau, was ich haben will, Sportpaket und so, obwohl das soll momentan auch nicht lieferbar sein. Ja, dann sollte das nämlich passen, dass ich praktisch den Führerschein mache. Die Woche kommt dann mein Motorrad. Dann werde ich dann natürlich ordentlich Druck machen, versuchen Druck zu machen, dass die Kiste dann fertig wird. Und dann könnte ich schon, ja, spätestens eine Woche nach meiner Prüfung könnte ich dann schon meine neue Maschine haben. Ich bin gespannt, ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Meistens habe ich ja echt Glück. Ich habe das ja vorher schon gesagt. Weil das ja alles so lange gedauert hat, sich verzögert hat mit dem Termin. Und so allerdings, ich habe nachgefragt bei Honda letzte Woche oder vorletzte Woche, als ich da war, wegen Kettensatz und so, und der sagt, der Termin für die Lieferung von meinem Motorrad steht immer noch. Hat sich noch nichts verschoben. Wenn sich was verschiebt, sagt er mir Bescheid. Ja. Bis jetzt alles noch, wie es sein soll. Vielleicht bin ich doch diesmal wieder das Glücksschwein. Und habe ganz großes Glück. Und kann, nachdem ich dann morgens oder mittags meine Prüfung gemacht habe, nachmittags noch mein Motorrad abholen. So ist es ja letztes Mal hier bei meiner 500er gelaufen. Und besser geht es eigentlich gar nicht. Du machst deine Prüfung, kriegst deinen Lappen ausgehändigt, fährst zum Händler und holst dein Motorrad ab. Das wäre so geil. Das wäre echt so geil.
Naja, das jedenfalls als kleines Update zu der Odyssee mit meinem Führerschein und dem neuen Motorrad. Sobald ich das natürlich habe, werde ich mir ein Review davon drehen und ein Walkaround machen und so weiter. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl!